Jo, ist Mr. Mike. Heute das erste Mal ein bisschen Basketball spielen seit meinem Unfall. Gell? Mario, ich hab dich seitdem auch nicht mehr gesehen, gell? Ah, mein Bruder, du bist wieder gesund. Ich bin nicht gesund, ich kann noch nicht spielen. Das aber wird aber Schritt für Schritt, ja, das Schritt wird wieder. Oh, schöne. Ich weiß auch nicht, wie lange es schon her ist. Ich habe Zeitgefühl verloren. 4 Wochen, 5 Wochen? Ja, ein Monat, das geht doch die Hälfte. Ich weiß ja nicht mehr, wie du heimgekommen bist. Gell? Bist du bei mir mitgefahren? Ich habe das selber Ich musste dich zurücklassen, weil es ging nicht mehr. Es ging nicht mehr. Mir hat es auch ein bisschen wehgetan, weil schon ich war wieder dabei und ich bin schuld. Du hast ja gar nichts gemacht. Ja, ich weiß, aber es passiert immer ein Scheiß. Ich habe jetzt auch ein bisschen Schiss, weil es war wieder diese Bewegung. So habe ich gemacht. Gell? Ja, das ist dieses, du gehst aber auch runter, bist wahrscheinlich auch runtergegangen. Ich wollte den Ball aufheben. Ich habe Angst mit der Bewegung. Es tut ja auch hinten noch weh, deshalb kann ich nicht wirklich spielen. Wir spielen auch kein 1 gegen 1, aber ich sage jetzt einfach mal ein bisschen Basketball spielen wieder. Weil schön ist es, gell? Und hast du seit der Zeit, wo wir uns nicht gesehen haben, mal Basketball gespielt? Nein. Das hat der Mirko letztens auch gesagt. Bei mir, wenn ich nicht spiele, ja, ich habe einen Schreck gekriegt. Also, hängt eine Menge dran. Mario kommt auch nicht mehr zum Spiel. Der zweite härteste Schrecken nach Kobe, was Wahnsinn. Dieses Jahr passiert ist. Und jetzt hat der gute Mann wegen mir 4 Wochen nicht Basketball gespielt. Nicht deswegen. Das war einfach ein Schreck. War nicht nur Schreck. Einfach ich so, hey, wenn das Gleiche mit Mike passiert wie mit Kobe, dann ist es vorbei mit mir, dann zockt gar keiner mehr. Wer motiviert dich denn immer, dass du rausgehst und spielst, gell? Ja. Ich bin's. Ja. Hol ihn immer ab. Ja. Jetzt ist Winter. Ja. Hinten liegt schon Schnee auf die Berge. Seht ihr das? Da hinten. Crazy. Jetzt geht's los, gell? Ja. Können wir machen. Ist halt so. Aber die Lakers halten sich gut. Ja, die Lakers noch die mal, Lakers gell? Halten sich gut. Das könnte bald vorbei sein. Mike's Tipp, die Clippers ist ein bisschen untergegangen gegen Denver, aber hey, passiert. Und wir haben ein Finale, weißt du schon, was keiner erwartet hat. Die waren nicht mal in den Playoffs letztes Jahr, Miami oder Lakers. Die waren nicht mal in den Playoffs und dieses Jahr im Finale. Das ist eine scheiß Statistik, weißt du? Spiel's einfach. Lebst du im Moment? Aha, Max ist wieder da, jawohl. Ja, ah, es ist schön, endlich mal wieder. Schön gefahren, Tier! Endlich mal wieder ein bisschen. So. Deine Typ, gell? Spiel 5, ja. Lakers gegen Spiel in Miami, ja. Hey, 6 Sekunden zu spielen, was macht der Typ? Ja, ist schon wieder. Es wird schon wieder. Ich sag's euch. Ist eh gut, dass es am Ende vom Sommer passiert. Ich stelle vor, es wäre am Anfang vom Sommer passiert. Oh, leck. Wäre ich total draußen gewesen. Das wäre verhindert. Ja, aber wäre schon am besten, wenn es gar nicht passiert wäre. Deswegen sage ich Mike immer denen. Denen. Immer, gell? Und dazu denen. Habe ich auch schon gesagt, Mario ist wie meine Mama. Er sagt immer, Mike, zu lange in der Sonne, geh in Schatten, schmier dich ein. Ich mach's nicht, was habe ich am nächsten Tag? Sonnenbrand, gell? Ja? Mario sagt, wärm dich auf, ich mach's nicht, was habe ich am nächsten Tag? Bandscheibenvorfall. Ja gut, okay, das haben wir schon ein paar Monate vorher gesagt. Aber es ist schon, manchmal muss man wirklich auf die Älteren hören. Ja, Knochen und Sehen, Alter, Knochen und Sehen. Ja. Ah, der Touch, das Feeling ist noch da, das ist schön. Ich habe jetzt keinen Bock auf Dribble-Moves, oder? Ja, einfach nur. Okay, läuft, es läuft einfach. Oh, gute Kombo heute. Gute Kombo hast du jetzt. Ja, ganz in Grau. Alles in Grau, hier alles im Shop erhältlich. Ja. Gut verarbeitet. Ja, gut verarbeitet, ja. Da triffst du natürlich deine Dinger. Einzig schade ist irgendwie, dass wir nochmal wirklich ein Rematch gegen Alex gehabt haben. Ne? Jeder gegen, ich gegen Saru, du gegen. Aber es gab, eigentlich war es okay. Wir sind noch nicht draußen, nächstes Jahr ist auch ein Jahr. Wenn wir uns nicht verletzt hätten. Nächstes Jahr. Ja. Alles besser, kein Corona mehr. Nee, einfach nur, weißt du, Standard mal von früher halten. Einfach weniger Fehler. Optimieren, oder? Aber so ist schon. Oh ja, hier mal einer von hier. Man sieht ihn nicht. Oh, doch, der Bruder. Ja, gibt es sonst noch was zu sagen? Glaube nicht. Es ist schön rausgehen, Wetter noch genießen, solange der Schnee nicht kommt. Bei uns kommt er eh schneller in Bayern, ihr wisst es ja. Einfach geil.
Ah, oh, es ist schön, dieses Feeling. Ah, oh, das habe ich vermisst. Ist wie Angeln in Kanada. Ey. Das habe ich wirklich vermisst. Ich muss nicht mal was erwischen, ey. Aber Mike halt, der trifft halt. Ah. Jawohl, Tier ist wieder da. Nach vorne schauen, Tier. Ja. Also, Feedback geben, eure Meinung. Vielen Dank, Mario. Vielen Dank, danke Mike. Wie immer, hat eine Freude gemacht. Schön, dass du wieder gesund da bist. Bin noch nicht gesund da, aber wird schon. Also, vielen Dank, euer Mr. Mike, Mario, Tier da hinten. Tschüss. Mr. Mike Production.